Das war ein großer ESC-Moment aus deutscher Sicht. Nach Jahren der Entbehrung holt uns Michael Schulte aus dem Punktekeller und schafft Platz 4 für Deutschland mit diesem Lied hier. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. Sagenhafte 340 Punkte gab es damals 2018. Und der Eurovision Song Contest in diesem Jahr, ja, der fällt wie so vieles auch aus. Einen ESC-Abend am Samstag wird es trotzdem geben mit besonderen Momenten. Und da macht der Sänger mit Ilse De Lange gemeinsame Sache. Sie hat nämlich auch ESC-Erfahrung. Probenpause muss auch mal sein. Tief durchatmen und im grünen Kraft tanken. Wir treffen Ilse De Lange und Michael Schulte im Garten des Friedenspalastes in Den Haag. Eine tolle Kulisse. Die beiden stellen in den Niederlanden ihr neues Duett vor. Wrong Direction. Falsche Richtung. Ausgerechnet. Bei uns war es eigentlich die richtige Richtung, aber ja, es war super, dass wir uns dann kennengelernt haben und diese Songs zusammen geschrieben haben eigentlich. Und dann jetzt ist es soweit, dass es dann ja in die Welt rausgeht und dass jeder das kann hören. Und ja, ich bin sehr stolz drauf. Es hört sich super an, unsere Stimmen mischen ganz gut. Es geht um zwei Menschen, die sich voneinander entfernt haben, sich nichts mehr zu sagen haben. Es ist also eigentlich eher ein trauriges Lied über zwei Menschen, die eben so fühlen. Hat aber trotzdem irgendwie, finde ich, musikalisch so ein bisschen Hoffnung. Musikalisch hat es uns zusammengebracht. Das ist auch ganz speziell. Beide verbindet der Eurovision Song Contest. Ilse wurde 2014 mit ihrer Band Common Linnets Zweite. Michael belegte mit dem Song über seinen verstorbenen Vater 2018 den 4. Platz. You said I had one love and a true heart. I tried my best and I came so far. Ich habe ja damals auch 12 Punkte bekommen aus aus Holland. Echt? In hast du damals 12 von Deutschland? Perfekt. Ja. Da ist doch einiges gemacht. Das wusste ich nicht. Ja, das ist doch super. Die beiden ESC-Stars verstehen sich bestens. Sie haben sich gesucht und gefunden. Deshalb werden sie auch am Samstag bei der Ersatzsendung Shine a Light zum ESC gemeinsam auftreten. Uns verraten sie schon vorab exklusiv, was sie vorhaben. Und zwar geht es in der Show zudem auch so ein bisschen drum, ein bisschen zurückzugucken auf die Geschichte des ESCs. Und da gibt es einen Song, der einfach total gut passt, auch in diese Zeit, Ein bisschen Frieden von Nicole. Und den werden wir zusammen singen. Und das wird, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Nicole und die weiße Gitarre, der erste deutsche Siegertitel. Große Fußstapfen, in die beiden da treten wollen. Das ein Wort finde ich ganz schwierig, das ist bisschen. Aber und das ist auch, das Wort kommt am meisten vor in dieses Lied. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Das finde ich schwierig. Ein bisschen. Aber es ist so ein schönes Lied, genau in diese Zeit, auch wie du sagst. Und mit ihrem neuen Song Wrong Direction ist das dann sogar schon das zweite Duett der beiden. Ein Grund mehr, sich auf Samstag zu freuen. Und wir freuen uns morgen auf Sie. Punkt 17:15 Uhr. Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen.